Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 2 Cortex schlägt zurück. Ja, in der letzten Folge hat man, ja, wie man hier sieht, haben wir Tiny Tiger erledigt, 42% Bockal. Dann mal und machen weiter. Wir sind im vierten Warp-Raum. Das ist Part 8, wenn ich mich nicht irre, und wir kommen aus der Level rausgeschossen. Warum auch nicht? Alles klar. Hui. Schon wieder eine Woche her, aber wir wohl nichts verlernt haben, oder? So, wir gehen nach Hanging Out und da sind zwei Sachen, also Kristall und Edelstein. Also nehme ich mal an, nur Kristall finden und alle Kisten kaputt hauen. Wirklich schaffen. Ein bisschen lauter machen, okay. Ja. Ich gucke immer in dem Raum nach, obwohl hier eigentlich nie was ist, ne? Immer mit da mal eine Kiste oder so versteckt sein. Oh, der ist genau da gewesen, okay. Ich dachte irgendwie, der wäre hinter den. Alles klar. Bams. Und so mit Kristallen und Edelsteinen sind wir ganz gut im Schnitt so. Ich glaube 15 Kristalle, ja, müssen wir ja haben. Und 11 Edelsteine waren das. Nicht schlecht. Also gut im Schnitt bis jetzt. Ich meine, ich habe mal bei irgendeinem anderen Let's Play gesehen, also lange bevor ich dieses Projekt angefangen habe, dass man durch irgendeine Wand gehen konnte. Bin mir aber nicht sicher. Und ich weiß, dass man irgendwo runterspringen muss bei so einer Eisbären-Level. Also wenn man von so einem riesigen Eisbär verfolgt wird, meine ich. Also in irgendeinen Abgrund muss man reinspringen. Ich weiß nur nicht in welchen. Also ein paar Sachen, ups, da weiß ich von anderen Let's Plays, die ich schon mal gesehen habe. Deswegen weiß ich auch, wie ich die ganzen Bots kaputt hauen kann. Aber oh Gott. Okay, so, okay. Sehr gut. Es geht aber nur bis Tiny Tiger, weil zu dem bin ich auch früher schon gekommen als Kind. Aua! Ah. Aber jetzt ab dem vierten Boss wird, weiß ich nicht. Ich glaube, bis dahin bin ich noch nie selber gekommen. Checkpoint 28. Ich hoffe, das ist gut. Wird schon gut sein, ne? Hilfe! Okay, mein Gott, die werden immer schneller. Aber ich bin auch schnell. Guck ich dann an. Ich habe heute Skill gefrühstückt. Sehr gut. Boah. Du bist auf dem Patzer heute Morgen. Hallo. Läuft das noch ganz gut. Ich kann immer noch nicht mit analog steuern. Schade. Und ich brauche langsam mal wieder ein Checkpoint, wenn es geht. Ja, bestimmt kann man da durch oder so, ne? Bevor da irgendwie so ein Elektroschock oder so kommt. Die Frage ist jetzt, wo als nächstes hin? Das ist ein Bonusteil. Gehen wir da schon mal hin. Okay. Oh mein Gott. So, oh mein Gott. Oh nein, nicht so weit. Da kann ich nicht, aber nicht mitgezählt, ey. 3, 4, 5. Ja, genau deswegen. Ich weiß nicht, wie oft ich die Dinger berühren muss. War lief so gut. Also musste ja irgendwas schief gehen.
Ma. Aber mit die Fresse da so rein, ne? Zack. Und zack. Und zack. Boah, Skill. Eins, zwei, drei, vier, ich glaube acht, mal, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, okay, acht war das, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, Bams. Warte nur, wo ich jetzt hin muss. Da unten oder da oben? Das ist gemein. Hier mal nach unten. Jetzt war bestimmt voll falsch, ne? Was ist das denn? Pff, voll gierig, ey. So, hatte ich jetzt den Bonuslevel überhaupt? Okay. Keine Ahnung, ich gehe einfach mal da runter. Schade, die Leben respawnen nicht. Oder so. So, mal gucken. Okay, wie zum... Was soll ich denn das machen? Bin ich denn sicher? Wie soll ich denn da durchkommen? Hallo? Vielleicht sind da gar keine Kisten, ne? Bin ich denn da sicher, hallo? Ja? Man kann ich einfach so machen. Ja, ne, kann ich das machen? Hey, geil. Mal wieder was Neues gelernt. Sehr schön. Okay, ich bin wieder wo anders gelandet, Mann. Aber ich habe den Kristall. Totally fly. Ja, wir 27, ey. Meine Güte. Gehen wir mal da rein. Das kann jetzt schon Schlimmes passieren. Das ist die letzte Level in diesem Warp-Raum. Ja. Oh, so eine Level. Muss ich mich, glaube ich, beeilen, ne? Oh Mann. Was? Okay, danke. Okay. Oh, Checkpoint. Bams. Okay. Ich bin einfach durch den durchgesprungen. Langsam kann man wieder eine neue Fliege kommen oder irgendwie sowas. Ich habe so das Gefühl, die hält nicht ewig, oder? Ja. Sehr schön. Oh Mann, sogar hier. Hilfe! Au! Wie die abhaut! Okay, schnell. Ah!
Hey! Ma! Meine Leben, 43. Ich muss mal gucken, ob ich da überhaupt Leben verliere. Jetzt verliere ich natürlich keins, ne? So, schnell, 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 schnell. Mach inne. Das war zu knapp. Hilfe. Danke. Danke, nette Fliege. Kleine Sparks oder wie auch immer. Ja, ne, Sparks von Spyro. Erinnert mich irgendwie daran. Ich wurde schon wieder nicht getroffen, was zum Pfeife. Ja, ich tue erstmal die Dinger kaputt machen, bevor ich die Fliege nehme. Das ist strategisch gar nicht mal so doof. Oh Mann. Will mich auf den Arm nehmen. Hilfe! Hilfe! Nein! Meine Schuhe! Ey! Ja, warte mal. Was? Ey! Ich wollte, komme ich ohne Probleme die ganze Zeit durch. Und jetzt? Ich nur verfresse. Nur verfreise. Probier schon wieder der Anfang von einer Level und ich muss gleich nochmal irgendwie alles machen. Okay, machen wir mal so. Schnell. Muss wissen, wo ja die Dingen sind. Hab's noch gesehen. Jawohl. Nein! Autsch! Oh, wollte schon sagen, irgendwie muss man jeder töten, oder? Das war gemein. Vier Dinger sind hier irgendwo. Eins. Zwei. Drei. Und irgendwo hier war da. Vier. Okay. Okay. Frage mich, ob ich hier auch wegschlagen kann, also mit so einem Drehangriff. Na, perfekt. Und zack, jetzt kommt noch mal so was. Okay, warum bekomme ich hier links? Boah, geil, ein Edelstein. Kolossal, Bams. Sehr gut. Soweit jetzt der für das eine Level oder? Keine Ahnung. Werde ich jetzt sehen. Hanging out. Okay, da geht irgendwo anders hin. Dum 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 dum. Zack. Sehr schön. Dann rein da. Und mit den echten Edelstein noch. Okay. Da, wo die Leben waren, da war ja kein Edelstein, oder? Oh, gut. Dann hab ich ja vergessen. Ich hoffe, da waren keine Edelsteine. Bist dich. Bist dich. Au! Wie explosiv. Ich dachte, ich wäre von denen umrollt und nicht in Luft gejagt. Nein, nicht in Pisswasser umwandeln. Njum. Au, schon wieder. Warum?
Ja. Wird die Level jetzt eigentlich noch schnell machen? Hallo? Hey. Ja, vorsichtig. Vorsichtig. Geh weg. Hier durch? Nein. Zack. Von euch kann ich mich aber nicht wegducken. Nein! Verdammt! Stop doing this to me! Oh nein, 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 nein! Boah. Muss halt immer so knapp sein, verdammt. Ja, wie war das nochmal? Nein, nein. Was? Verdammt. Ma. Wird aber nichts mit der Level hier. Ich möchte aber ungern mitten in der Level hier. Also geh durch, geh durch. Aufhören. Das finde ich ein bisschen doof. Jetzt hier in meine Güte. Wollt nicht so knapp, Mann. Jetzt bitte nicht Akku hier direkt verlieren. Doch, warum? Gegen die Decke irgendwie knallt schon wieder. Ma. So. Pff, das war knapp. Zack, habe ich gesagt. Was gehen wir wieder mit Highspeed hier durch? Uah. Gib mir dies, Oompa Fruit. Verdammt. Ich gehe jetzt jedes von diesen Dingern hier ab. Wahrscheinlich habe ich das auch verpasst, ne? So, dann können wir mal weitermachen hier. Ach, das Ding muss ich auch noch machen. Schon wieder. Das war ja auch, glaube ich, easy, ne? Ich sag ja, wenn man es schon 3-4 Mal gemacht hat. Deswegen sind andere Crash Bandicoot als Pair so gut. Au! Warum? Lass mich da rein, Mann. So, 40 Leben habe ich. Jetzt verreck ich wahrscheinlich wieder nicht. Find das heraus. Babs. Das kann ich wieder mit den Kisten machen, ey. Nein, Mann! Oh. So, warte. Ich will jetzt leben. Okay, ich verliere keine Leben, das ist gut. Würde ich mal sagen, ich mache hier einen Schnitt, dann machen wir die Bonus-Level in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.